Verteidigungsministerin Claudia Zanner will in Sachen Terrorabwehr auch das Militärbefugnisgesetz adaptieren. Schließlich gelten da dieselben Restriktionen, die die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN etwa bei der Messenger-Überwachung vor Probleme stellen. Wiederholt hatte Innenminister Gerhard Karner eine Ausweitung der Ermittlungsmöglichkeiten gefordert und zuletzt einen Gesetzesentwurf zur Überwachung von Messenger-Diensten in Begutachtung geschickt. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer hatte die Ausweitung der Ermittlungsmöglichkeit zuletzt sogar zur Koalitionsbedingung erklärt. Bei diesem Ansinnen unterstützt Tanner den Kanzler vollkommen. Nach der Vereitelung eines Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien hebt die Verteidigungsministerin auch die Rolle der beiden Geheimdienste des Bundesheeres hervor. Im aktuellen Fall waren ja die Informationen über das Heeresnachrichtenamt an die DSN gelangt. Sowohl Heeresnachrichtenamt als auch das Abwehramt seien in der Vergangenheit stets ein verlässlicher Faktor gewesen. Was die kommende Legislaturperiode anbelangt, gäbe es genug Herausforderungen für das heimische Bundesheer. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass man die budgetären Mittel noch erhöht. Tanner schwebt langfristig eine Steigerung auf 2% des Bruttoinlandsproduktes vor. Den von Kickl geforderten Ausstieg aus der ESSI sieht Tanner jedoch als große Gefahr für Österreich. Was die Verhandlungen zur Neudefinition der nationalen Sicherheitsstrategie anbelangt, die aktuelle stammt aus dem Jahr 2013, zeigt sich Tanner zufrieden. Das Kapitel für unseren Bereich, für den ich Verantwortung trage, ist ja schon seit langer Zeit fertig, sagt sie. Mittlerweile sei das Gesamtdokument auch in der Koordinierung abgeschlossen, zeigt sich Tanner zuversichtlich, dass es bald im Plenum behandelt werden könne. Darin finden sich neben der Abkehr von einer strategischen Partnerschaft mit Russland etwa auch das Bekenntnis zu einer engeren Zusammenarbeit mit der NATO. Das gehe freilich nicht auf Kosten der Neutralität, betonte Tanner. Wir sind militärisch neutral, aber wir sind nicht gleichgültig. Am liebsten noch in dieser Legislaturperiode erledigt wissen will Tanner eine höhere Besoldung, um mehr Personal für das Heer zu gewinnen. Diesbezüglich sei man in Verhandlungen mit dem Beamtenministerium über eine Dienstrechtsnovelle. Gerade was Offiziere mit akademischer Ausbildung anbelangt, gibt es da eine Schieflage. Diese Materie stecke aber im vom Vizekanzler Werner Kogler geführten Beamtenministerium fest. Grundsätzlich sei aber die Zusammenarbeit mit dem grünen Koalitionspartner in der abgelaufenen Periode, was Themen ihres Ressorts anbelangt, gut gelaufen, findet Tanner. Dass viele Dinge wie die massive Erhöhung des Heeresbudgets gerade mit diesem Koalitionspartner gegangen sind, ist durchaus positiv zu bewerten. Freilich habe es in der jüngsten Zeit Dinge gegeben, die nicht vertrauenserweckend waren, spielt Tanner etwa auf den Alleingang von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei der EU-Renaturierungsverordnung an. Auch hätte sich im Nationalen Sicherheitsrat zuletzt eine seltsame Koalition zwischen Grün und Blau ergeben, was die von der ÖVP geforderte Ausweitung der Befugnisse für die Behörden angeht. Die Chancen, dass die ÖVP am 29. September als Erste über die Ziellinie geht, schätzt Tanner als sehr gut ein. Eine favorisierte Koalitionsvariante wollte Tanner nicht nennen. Ich bin immer ein Freund dessen, dass zuerst gewählt wird, dann gezählt und dann verhandelt wird.